So, jetzt ist meine Chance. Bleib halt stehen, du. Alter. Willkommen zum ersten Animal Challenge. Video sozusagen, das erste richtige. Das andere war ja nur Ankündigung. Und zwar sind wir auf einer Sumpf-Map und ich habe das Delfin-Kit und die Challenge lautet, wir dürfen nur 15 bis 30 Sekunden außerhalb des Wassers bleiben. Dann müssen wir wieder irgendeinen Sumpf oder River oder was auch immer aufsuchen, also halt ein Gewässer. Mit dem Wassereimer mache ich es nicht, weil das wäre irgendwie dann langweilig, meiner Meinung nach. Und ich habe extra ein Sumpf-Bio genommen. Es kommt gar nicht so oft vor. Man muss da irgendwie immer so ein paar Minuten warten, bis da endlich mal das richtige Biom kommt bei den Endergames. Und ich habe schon ein paar Versuche gebraucht. Die, ich weiß nicht, ich glaube, das ist mit den ganzen Versuchen anderen, da wo es dann irgendwie 30 Minuten dann lang werden könnte immer, werde ich wahrscheinlich doch nicht genau immer so machen. Ich probiere es öfter mal. Ich hatte zwei Runden oder so, wo immer die gleichen Hacker drin waren. Das ist auch wirklich Hacking. Den werde ich reporten. Weil man kann nicht, wenn man Eisenrüstung und alles mögliche hat. Ich hatte zwar nur ein Eisenschwert, aber trotzdem kann man da nicht One-Hit sein, wenn man Full Life hat. Das ist unmöglich. Also ich weiß nicht, was der hatte dann irgendwie für ein Kit. Oder das kann nicht sein einfach. Und ab und zu mache ich mich die ganzen Delfine fast fertig. Da bin ich nochmal weggekommen. Naja, aber Alter sind wir wenig. Könnte gut werden. Sumpf, passt. Oh Gott, Leute, ich hab so Schiss einfach nur. Ich will jetzt endlich mal eine Runde gewinnen, einfach. Soll ich gleich nach dort hinten rennen? Vielleicht ist aber da ja nichts so Gutes drin. Ich renne einfach dahin und dann dahin. Noch. Irgendwie so in der Art. Ich werde vielleicht eh nochmal geportet. Vielleicht, wenn ich ganz am Rand stehe, dann gehe ich doch woanders hin. Nicht geportet. Okay, dann. Eisen. Dann würde ich sagen. Och Mann, die ist schon leer. Dann gehe ich. Nee, dann verpieße ich mich. Da ist auch noch eine Kiste dort hinten auf jeden Fall. Bitte sag, du hast was Gutes. Ja, danke. Nein, gib. Danke. Boah, alter Junge. Ich bin Dauerstress. Das ist gerade immer stressig, wenn man so ein Spiel spielt und dann noch aufnimmt. Weil man will immer gewinnen. Und dann schafft man es ewig nicht manchmal. Und verzweifelt nur noch. Das wird lustig, wenn ihr irgendwas macht, da wo ihr mit Begründung, ich habe ja gesagt, mit Begründung kann man eine Challenge vorschlagen, wo Facecam ist. Da werde ich vielleicht manchmal ausrasten. Ach Gott, das wird lustig, Leute. Das wird lustig, wenn ihr so eine Challenge vorschlägt. Ich bräuchte mehr Baumstämme. Ich bin ja auch ein Delfin und da gibt es nicht so viel Holz. Treibholz, oder? Wie heißt das? Wie nennt man Holz, das im Meer ist? Treibholz, oder? Ich glaube schon. Woher habe ich das eigentlich? Wieso wollte ich das sagen? Irgendwo habe ich es bestimmt wieder gesehen. So, ich verpieße mich in mein Revier. Ich bin ein wachsamer Delfin. Ich beschütze mein Revier, das sehr begrenzt ist. So, es sind ja nicht viele Leute. Ich habe jetzt nicht die besten Sachen. Der hat doch. Okay, läuft. Ich mach mal diese Stiefel weg. Weil sonst denken die, dass ich ein Delfin bin und dann wissen sie das ja gleich. Da ist eine Kiste, oder? Kiste, komm zu mir. So, oh, ja, schlägt mal. Ja, das ist eine coole Kiste. Du bist voll die coole Kiste, jo. Das hört sich irgendwie so seltsam an. Oh Gott, da kommt einer, oder? Kommt eine coole Kiste daher. Ich müsste eigentlich...
Okay, ich würde sagen, wie viele Spieler? Okay, läuft. Auf jeden Fall gerade ganz gut. Oh, ich kann richtig geile Sachen machen, aber ich weiß nicht, wann ich geportet werde. Das ist mein Problem gerade. Ich will jetzt nicht mitten im Ding geportet werden. Craft es doch. Okay. So, so. Ich habe noch Gold, aber das Gold kann ich scheißen. das da kommt weg. Hätte ich noch ein Eisen, dann. Egal. Oh, ich habe sehr coole Sachen auf jeden Fall noch. Das ist immer voll doof, wenn man über so Seerosen kommt. Ist da auch irgendwie ein Delfin? Nee. Ich frage mich, ob der mich sieht. Ich hätte noch einen Bogen. Schnell weg. Schnell hin. Nein, da wirst du geportet wie Assi. Aber ich kann mir einen wunderschönen Goldapfel machen, den ich falsch platziert habe. So. Ach, ich hasse es, wenn ich einfach aus dem meinen wunderschönen Kampf, den ich gewonnen hätte. Und jetzt dann überlebt der Typ auch noch, oder? Ja, der überlebt jetzt gewiss. Feuerzeug brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß nicht. Brauche ich Feuerzeug? Nicht unbedingt. Oh. Hust. Ich hasse das, wenn ich so rüber scrolle und mich dann so vertue. Hä? Hallo, du sollst da rüber zu dem Teil. Aua. Ich habe doch nicht mal was gemacht, du Penner. Gib mir die Pfeile. So. Habe ich noch. Ich könnte enchanten. Aber ich habe voll Angst, dass dann. Der weg ist. Beziehungsweise ich geportet werde. Ist dann immer nicht so geil. Dort oben wäre eine Kiste, ne? Nimm die. Ja. Er hat sie. Er hat sie. Yeah. Was haben wir denn jetzt gerade bekommen? Ein bisschen Eisen, das heißt, wir können Eisenschuhe machen. Ist es auch ein Delfin? Wir dürfen ja nicht zu lange. Okay, jetzt schnell an Land und dieses wunderbare Werk enchanten. Schärfe passt. Mehr will ich nicht. Huch. Alter, ich habe doch gerade. Erstmal weg hier. Wie viele Menschen sind noch da? Noch ein bisschen. Neun. So, ich habe ein paar Wassereimer notfalls. Dann können wir. Ich habe das noch nie gemacht, so einen Kampf mit einem Wassereimer dann einfach platziert und dann. Aber ich schätze, dass das ganz gut wäre. Immer so einen Wassereimer dabei haben. Hat sich eine Kiste gerade weggeportet. Ach, ne, ne, ne. Manu. Die war doch so eine liebe Kiste eigentlich. Das sind auch noch Kisten. Wir dürfen ja kurz an Land. Oh Gott, da ist ein Spieler in der Nähe auf jeden Fall. Give me that. So, schnell wieder rein. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht mitgezählt, wie lange ich immer an Land war. Ich glaube, dass das jetzt keine 30 Sekunden gewesen wären. Was brauche ich noch alles nicht? Ich bin so gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich hoffe, dass ich diese Runde nicht verkacke, denn die läuft gerade gut. Oh, das sind ein paar Spieler. Boah, geil, ich habe einen Techniker oder sowas. So, jetzt schnell verpissen. Es sind nicht sehr viele mehr da. Das heißt, ich muss unbedingt überleben. Dierbrust. Dierhelm. Hat der denn noch was? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das war definitiv ein Techniker, weil sein Schwert fast kaputt ist.
Der eine geht weg. Der eine ist weg. Gott, nimm das. Nimm das doofe Schwert wieder auf. Ich hasse es, wenn ich irgendwie was wegdroppe und dann komme ich wieder in das normale Ding rein und dann droppe ich erstmal mein Schwert oder irgendwas Gutes weg. Diese Runde könnte gewonnen werden von mir. Ich glaube, ich lasse die anderen sich jetzt gegenseitig erstmal killen. Und halte mich da ein bisschen zurück. Denn ich will ja keinen Ärger mit denen. ich nehme jetzt einfach das Schweinefleisch hier hin. Feuerzeug brauchen wir hier nicht unbedingt. Den Fisch können wir ja immer wieder dann. Obwohl, ich tue ihn mir einfach hier hin. Oh, Dia-Schuhe können wir uns machen. Fuck, 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 fuck. Starte durch, starte durch. Junge, 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 schnell ins Wasser. Der verpisst sich natürlich, weil er weiß, dass wir Delfin sind. Was sollen wir gegen den jetzt kämpfen? Nee, er geht weg. Das glaube ich, lohnt sich nicht. Ich glaube, ich bleibe hier lieber, wo es sicher ist. Und mach mir. Ich setze erstmal zwei Crafting Table. Einer ist ja nicht genug. Und mach mir eine geile Dia. Rüssi. Mann. Heute ist wieder Tag der Durcheinanderheit, oder was? Oh Gott, Leute, ich habe so Angst vor denen. Oh. Der eine hat mal den anderen gekillt. Das ist ganz cool. Ich bleibe auf jeden Fall hier im Wasser, weil wenn, dann sollen die im Wasser gegen mich kämpfen, oder? Ich glaube, das wäre das Deathmatch in 5 Minuten. Oh, da kommt er ja, oder? Er kommt jetzt, oder? Oder? Kommt er? Nee, der Bau. Weißt du was? Ich baue mir jetzt einen Turm, auch wenn es feige ist. Aber ich habe irgendwie total. Obwohl, der kommt, oder? Nee, der kommt nicht. Ich weiß, es ist total feige, einen Turm zu bauen. Aber ich will diese Runde jetzt gewinnen. Shit. Der wäre gekommen, ne? Oh Gott, der kommt. Wenn er nah genug ist, esse ich einen Goldapfel. Von wo kommt denn der? Von da irgendwo. Nee, jetzt geht er wieder weg. Ich verstehe den Typen nicht. Ich verstehe ihn nicht. Was macht der? Mantix LP. Kommst du? Junge, komm. Ich könnte auch warten, bis er ins Wasser geportet wird und ich dann auf ihn drauf springe. Aber er kommt von alleine gerade. Verpisst sich auch wieder. So, jetzt ist meine Chance. Bleib halt stehen, du. Alter. Wie krass der Typ schlägt. GG. Ja! Oh, FG? Oh, egal. Ich hab gewonnen, Leute. Ich hab gewonnen. Geil. Ich würde sagen, ich habe die Challenge completed. Ich bin nicht über 30 Sekunden raus aus dem Wasser. Boah, Leute, ihr wisst nicht, wie überglücklich ich bin. Ich dachte, der hätte viel mehr drauf. Das sah so aus, als wäre irgendwie voll gut. Auf jeden Fall.
Boah, endlich. Ich habe ein paar Versuche gebraucht, muss ich zugeben, aber das mit den 30 Minuten, das werde ich nicht. 30 Versuchen, das ist zwar eigentlich ganz cool, aber in drei Versuchen kann man auch dreimal Pech haben, ne? Und ich habe jetzt circa 7 Versuche oder so. Man gewinnt halt einfach nicht jedes Mal, das ist so. Dann, vor allem wenn Hacker manchmal sind, das ist immer so eine Sache. Muss mal gucken. Wegen den Hackern werde ich vielleicht manchmal sogar auch Videos machen auf YouTube. Wo die ganzen Hacker dann in einem Video sind und die, weil ich die dann reportet habe, werde ich dann machen wahrscheinlich und dann halt bei GOMMEHD melden, wenn jemand gehackt hat. Dann melde ich die in einem Video, wenn ich irgendwie wirklich sehr auffällig, das heißt nicht wundern, wenn irgendwie ein Hacker-Video kommt, quasi, dass ein Hacker war oder so. Ja, gut, puh, ich würde sagen, Challenge completed. Wenn ihr eine Challenge habt, eine coole mit Animals, mit Tieren halt zu tun hat, irgendwie, keine Ahnung. Känguru-Challenge ging ja auch. Ich habe ja das Känguru. Wir können einfach mal in die Runde reingehen, weil ich habe ja noch Zeit. Das bisschen Rendern da. Ich kann euch mal sagen, welche Kits es alles gibt. Den habe ich, den habe ich. Ich kaufe mir als nächstes Dieb. Katze gäbe es auch, aber ich sag mal so, ich kaufe mir lieber die Kits, die was bringen und nicht für eine Challenge dann extra eine Katze, weil die Katze, finde ich, bringt es nicht. Tintenfisch könnte ich meinetwegen, aber erstmal werde ich mir den Dieb holen und dann vielleicht Teleporter. Hai gäbe es auch noch, aber ich finde den zu campermäßig. Chamäleon. Angsthase, aber Angsthase ist jetzt auch nicht so meins. Yeti, Skorpion, es gibt sehr viele. Da könnt ihr. Ich werde natürlich alle irgendwann freigeschaltet haben. Das ist dann klar. Danger. Oh. So. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wenn ihr eine Challenge habt, freue ich mich immer. Ich könnte auch mehrere Challenges schreiben, natürlich. Wenn ihr mehr Ideen habt, gerne. Könnt ihr halt dann verteilt unter die Videos, unter die nächsten oder so schreiben, keine Ahnung. Einfach Hashtag Animal Challenge. Hamster Challenge ist immer noch willkommen, ne? Gerne. Bringt mich nur zur Verzweiflung, ja. Joa. Ihr könnt auch mit Facecam, ne? Also wegen Facecam quasi. Müsst ihr mal, vielleicht wisst ihr da irgendwie eine coole Challenge, wenn sie mir gefällt. Ja, wenn nicht, dann mache ich trotzdem nicht. Bin ich gemein? Egal. So, jetzt genug gelabert. Das ist immer so, am Schluss laber ich immer 10.000 Wörter, ne? Aber ich find's auch lustig. Joa, Ender Games ist ganz cool. Warte mal, ich kann euch sogar meine Stats mal zeigen. Achso, da muss ich in Ender Games rein. Alter, ich laber euch wieder zu. Ihr könnt natürlich jetzt schon lange wegschalten. Ich zeige euch jetzt nur noch kurz meine Stats. Ihr könnt da auch selber nachgucken, theoretisch. Stats, Masamune 7 auf 9 oder so. Oh Gott, sind da. Slash Stats. Das sind meine Stats. Ich wurde irgendwie, keine Ahnung was. Rangliste, 3700 Vierte. Boah. Kills 888. Läuft bei mir. Tore, also halt fast die Hälfte, ne? Fast aber nur. Spiele habe ich schon so viele. Gewonnene Spiele 44. Das letzte Mal, wie ich mal ein Kit freigeschaltet habe, waren es noch 39 oder so. Ich habe gestern immer ca. 5 Spiele gewonnen. Ich gewinne ja nicht so viele. Teleports, geöffnete Kisten, Spielzeit. Da könnt ihr mal gucken, wie lange ich schon dafür arbeite, ne? Ja, ungespielt-Stats kann ich euch auch mal zeigen. Da leider gerade ungespielt. Ungespielt ist für seine Verhältnisse eigentlich gar nicht mal so krass in der Rangliste da. Also er hat wirklich gewonnene Spiele, hat er viele, das muss man sagen. Tode hat er nicht so viele eigentlich. Kills, boah, läuft bei dem, ne? Der killt immer sehr, sehr viele. So, nee, ich will nicht in die Runde. So, ich gehe jetzt erstmal das Video rendern und dann hochladen, damit ihr heute gleich was habt. Turquesa entfällt zurzeit ein bisschen. Das ist wahrscheinlich, bleibt dabei noch so. Keine Ahnung. Sehen wir dann schon. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie mal besser wird wegen den Lags, weil das ist irgendwie schon nervig. Naja, sehen wir dann schon, ne? Ciao. 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 Ciao.